Wir spielen weiter. Humankind Preview Stream bei WB. Auf Twitch, nachher auch auf YouTube. Wir nähern uns mittlerweile großen Taten. Immer mehr Ruhm haben wir gesammelt. Wir nähern uns dem Sprung in eine weitere Epoche. Haben gerade die große Tat vollbracht, dass wir als Erste weltweit die Kunst des Schreibens erlernt haben. Was mich freut, allerdings auch Stefanie. Steffi Kaiser von Amplitude. Hi Steffi. Hallo WB. Ich freue mich, dass wir das Schreiben erfunden haben, ja. Aber ich warne dich, es ist vom Schreiben nur ein kleiner Schritt zu den Social Media. Oh Gott, um Himmels Willen. Man muss aber auch fairerweise sagen, das Schreiben haben wir jetzt erforscht, das Lesen noch nicht. Ja, so kann man es auch sehen. Ja. Insofern, wer weiß, es ist ein Riesenschritt, das sind alles Zwischenschritte zwischendurch. Ich meine, wir haben ja gerade eben schon im vorigen Video über die Beschwerde, die man in der Diplomatie einreicht, gesprochen. Und es ist tatsächlich so, einige der ältesten Schriftstücke, die wir an die Historiker und Archäologen gefunden haben, sind Beschwerdebriefe an einen Kupferhändler aus, ich glaube, aus Babylon, weil er Geld verlangt hat und dann minderwertiges Kupfer geliefert hat. Und man hat einen ganzen Raum voll mit diesen Beschwerdebriefen gefunden. Shakespeare kam später. Alles fing mal klein und kleinkrämerisch an und ganz, ganz kleinkariert. Kleinkrämerisch und kleinkariert im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben die Schriftkunst erforscht. Things that one generation learned can be passed to the next. Hört ihr es auch? Via something more reliable than campfire stories. Also, ab jetzt werden unsere Geschichten nicht nur am Lagerfeuer mündlich tradiert und erzählt, sondern auch schriftlich. Das ist ein kultureller Aufstieg. Später ging es wieder kulturell herab. Das war dann Jahrhunderte später mit diesen Twitch-Streams und diesen YouTube-Videos. Da wurde das Ganze dann wieder mündlich tradiert. Da geht die Kultur wieder den Bach runter. Aber lass uns mal nicht über Let's Plays reden. Das ist der Niedergang künftiger Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende. Wir gehen wieder in den Technologiebildschirm hinein. Gucken, was wir als nächstes machen können. Wir wollen möglichst schnell eigentlich Technologien freischalten, weil wir dafür zwei fehlen uns noch für einen weiteren Ära-Stern, einen Epochenstern. Das wird uns angezeigt hier unten. Schaut mal. 8 von 10. Wenn wir 10 haben, bekommen wir einen Stern. 3 fehlen uns noch für die nächste Epoche. Wir könnten natürlich sagen, lasst uns sinnvollerweise solche Technologien holen, die wir auch sofort praktisch nutzen. Wir können aber auch sagen, wir wollen unbedingt bei diesem Stream noch zeigen, wenn eine Epoche weitergeht. Das sind mal die Dinge, die schnell gehen. Und am schnellsten gehen die, die am Anfang sind. Da könnte man sagen, Fischfang, obwohl wir es nicht brauchen. Die Kunst des Reitens und des Pferdezüchtens, obwohl wir gar nicht über Pferde verfügen. Kann man alles machen. Komm, wir machen das. Wir gehen einmal auf Fischfang. Das Pferdezüchten hast du ja schon erfunden. Die Domestication. Wobei ich empfehlen würde, da du ja gerade überlegst, dass wir uns militärisch gegen die Independent People wenden sollten. Ja. Sollten wir vielleicht doch lieber auf Organized Warfare gehen? Und wir könnten uns auch überlegen, das Rad zu erfinden, damit wir tatsächlich Straßen zwischen unseren verschiedenen Gebieten erzeugen. Oh, wie cool. Die entstehen dann automatisch. Das machen wir. Entstehen dann automatisch. Gut, das geht hier drüber. Also ich glaube, den Angriff auf die Nachbarn, den werden wir so schnell haben. Hast du das vorgeschlagen mit Blick auf die Kasernen? Vermutlich weniger. Die führen hier nur dazu, dass der Bau von Einheiten billiger ist. Sondern es ging um den Rambock, oder? Es geht um den Rambock, den wir unter Umständen brauchen, falls sie Mauern haben. Und es geht auch um den ersten Punkt in dieser Liste. Reinforce Armies. Das sorgt dann dafür, dass wir, falls wir unsere Einheiten noch nicht in einer Armee zusammengeschlossen haben, weil wir noch dabei sind, sie zu sammeln, trotzdem alle einsetzen können. Gute Idee. Wir haben einige Spieler, die sich darüber ein bisschen beschwert haben und gemeint haben, wenn ich sehe, dass meine Freunde angegriffen werden, dann helfe ich denen doch. Aber da muss ich sagen, man muss hier die Größe, den Umfang der Karte sich vor Augen halten. Die Einheiten sind ja nicht in Scale mit der Karte. Wir reden hier von Kilometern Entfernung. Ja? Da ist militärische Organisation durchaus notwendig. Wir bekommen ein diplomatisches Angebot rein von den Hittitern. Sag mal, die Herrscher haben keine Namen bei euch, ne? Im Moment nicht, nein. Aber es ist ja das Avatar-System ist ja noch nicht vollkommen implementiert hier, deswegen kannst du ja auch deinen eigenen noch nicht selbst erstellen für die OpenDev-Version.
Und ich denke schon, dass wir dann in der endgültigen Version bessere Namen zeigen werden. Denn im Moment steht ja auch zum Beispiel überall noch Empire One und Empire Two. Das ist natürlich nicht unbedingt gut dafür, in die Spielwelt einzutauchen, wenn die anderen Zivilisationen als Imperium 1, 2 und 3 bezeichnet werden. Ich habe immer gedacht, wir würden Empire One genannt werden, weil wir die Größten sind in dieser Welt. So kann man sich irren. Ja, nein, Moment, nein, WB, da muss ich dich enttäuschen. Humankind wird nun mal von Programmierern erstellt. Programmierer fangen an, bei 0 zu zählen. Wir sind nicht Empire One. Wir sind Empire Zero, ja, weil wir die Vollnullen sind. Das ist ja schon, aber wenn überhaupt sind wir 0-0 Empire. Das würde ich als Ehrentitel eventuell noch mitnehmen. Und wehe, einer macht jetzt einen WC-Witz. Wehe. Wir bekommen ein Angebot rein von den Hittitern. Man möchte gerne mit uns, wir sind ja schon mit ihnen alliiert und dadurch wurden neue Stufen der diplomatischen Verträge freigeschaltet, die man ab jetzt bekommen kann. Sie wollen sich richtig an uns ranschmeißen. Wir sollen die Logistik bereits miteinander teilen können. Das bedeutet, dass wir unsere Verbindungs- und Versorgungslinien voneinander profitieren. Mhm. Wie funktioniert denn das Versorgungssystem hier? Das heißt in diesem Falle dann, dass diese ganzen Einschränkungen, die sagen, das kannst du nur in deinem eigenen Territorium machen, wie Einheiten aufrüsten auf die nächst bessere Einheit, die wir erforscht haben, und Einheiten heilen, dann auch in deren Gebiet vollziehen können. Ich bin ja wieder umgekehrt natürlich. Ich bin ja wieder gerne bereit, einfach auf Accept zu klicken. Du willst ja immer Handel erstmal mit denen erstmal falschen. Meinst du wirklich, das macht Sinn, mit denen zu falschen? Es würde unsere momentane Schatzkammer etwa verdoppeln, wenn sie das annehmen. Auf der anderen Seite kann man aber auch argumentieren, wir nehmen 40 Gold pro Runde ein, 42 sogar, das sind die 100 nicht so viel. Also ist beides in Ordnung. Wenn wir es ablehnen, ja okay, dann sind sie vielleicht nicht super darüber erfreut, aber wenn du dir die Meinung ansiehst, Bound, also die scheinen uns mehr oder weniger als Blutsbrüder anzusehen. Wo steht das mit dem Bound? Ganz oben, direkt neben dem Moralbalken. Engstens miteinander verbunden. Das heißt, weil die uns so nah empfinden, wenn sie nicht beleidigt sein, wenn wir sagen, wir wollen lieber Geld sehen, als eure Blutschwüre hören. Kann natürlich auch nach hinten losgehen. Wir machen das mal. Wir haben das noch nie gezeigt mit dem Handeln. Kann auch nach hinten losgehen. 100 Geld, liebe Blutsbrüder, ihr wollt, und Blutsschwestern, ihr wollt auch sicher mit uns ganz eng verbandelt sein. I cannot in good conscience. So be it, friend. Was passiert? Abgelehnt. Abgelehnt. Ja, okay. Steffis Geldgier obsiegt über meine Bereitschaft, sich jedem Erstbesten und jeder Erstbesten in den Hals zu werfen. Das sind die Folgen. Da könnte ich jetzt ja gehässig sein und sagen, ja, WB, irgendwie muss ich dich ja dazu bringen, die KI ein bisschen zu verärgern, sonst können wir ja nie zeigen, wie der Krieg funktioniert. Also wir sind Händler. Ich will mit allen Gruppen kuscheln machen. Alles, also ich finde das bitter. Ich bin sehr traurig jetzt, dass es nicht ging. Lass mich mal ganz schnell ein paar Krokodilstränchen vergießen. Hier wollen wir weiter runterziehen noch. Ich mache mal das hier wieder weg. Das zeigt Gebiete an. Und wir wollten von hier einfallen. Ich ziehe mit innen ein Stück nach hier oben rauf. Hier wollten wir durch diesen schmalen Durchgang. Hier geht's hin. Mit denen hier, sind die Bogenschützen, helfen wir. Und da müssen wir erstmal hier hochlatschen. Oh Gott, das dauert ja lange. Einmal hier hinten rum. Schade, dass man die Karte nicht drehen kann, Steffi. Das hätte ich cool gefunden. Ja, ich weiß. Unsere Spieler bitten immer wieder darum, aber unsere Art Director und Creative Director sind darüber nicht erfreut. Dann haben wir hier noch den Scout, der ebenfalls nach Norden zieht, um dort zu helfen. Das ist der Außenposten der Hittiter. Den schicken wir hier links oder rechts lang. Geht beides gleich schnell. Ich bleib mal links, da sind wir mutmaßlich etwas... Nee, sicher sind wir auf beiden Gebieten. Ziehen hier mal hoch. Wobei, das ist schon kein Außenposten mehr, das ist inzwischen schon eine Stadt. Sorry. So. Mit 0 Einwohnern. Und mit einer Stadtmauer, wenn ich das richtig sehe. Ja gut, ein Lattenzaun ums Feld, um es mal drastisch zu sagen. Ja, immerhin. Die Mauer auf dem Feld selbst hier, das ist ein Teil des 3D-Modells des hittitischen Stadtzentrums. Ach so. Also,
Ich wollte mich schon beeindruckt zeigen. Die eigentliche Stadtmauer, die du dort siehst, siehst du an den Grenzen unserer Viertel auch, dieser kleine Zaun, weil noch keine Palisade gebaut wurde. Ziehen Richtung Norden. Hier langsam hin. Wollen. Oh nein! Cool! Ja! Nochmal 50 Ruhm für uns! Wir sind die ruhmreichsten überhaupt! Da spendiere ich übrigens gerne eine Runde, fällt mir gerade dabei ein, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme, eine Runde Ruhm für den Chat. Wird von Kieberfox und Matsumanix und Chipmunk jetzt an den Chat serviert. Eine Runde Ruhm für euch alle. Und in jedem, einer von euch, 244 sind wir gerade im Chat, einer von euch bekommt von mir außerdem noch ein Haar hinterhergeworfen. Ihr könnt das Haar dann in den Rum eintauchen, dann habt ihr sogar noch Rum bekommen. Das ist mein, also ich will mich nicht lumpen lassen. Wir sind die Ersten, die Vinikunka erforscht haben. Ja, wer ist der Erste im Googlen? Oder wer ist der Erste, der Steffi fragt, was das ist? Da muss ich jetzt auch wieder überlegen, wo die Vinikunka liegt. Ich habe dich frustriert und überrascht aufseufzen gehört. Mein Ziel ist, ich hatte es schon mal nachgesehen, wo sie liegt. Und ich habe es inzwischen wieder vergessen. Deswegen bin ich frustriert. Ich habe alles erreicht, was ich heute erreichen wollte. Ich wollte keine großen Städte haben, keine Epochen freischalten, keine großen Armeen bauen. Ich wollte einmal dich dazu bringen, dass du frustriert über dich selber aufsäufst. Ich meine, wenn ich mich recht entsinne, ist das in den Anden irgendwo. Aber das Problem ist, dass ich... in Peru ist es, Chat. Das kommt auch ungefähr mit dem hin, was ich noch im Kopf habe. Aber ähnliche Gebirge gibt es auch in anderen Teilen der Welt. Es gibt zum Beispiel in Asien auch so einen regenbogenfarbenen Berg. Deswegen ist es schon so, als wir das erste Mal die Screenshots davon gezeigt haben, haben dann die Leute gleich über viele verschiedene Berge spekuliert, die es hätte sein können. Ich sag mal, unter uns, gibt es irgendwo eine Anzeige, wo wir schon mal lauern können, wie viel Ruhm wir haben im Vergleich zu den anderen? Gibt es eine Ruhm-Anzeige jetzt schon? Das haben wir im Moment nicht. Es gibt keine umfassende Ruhm-Anzeige bisher für alle Imperien, sondern nur für die eigene. Ich wollte ein bisschen damit angeben. Einer der Punkte, wo wir noch an Verbesserungen arbeiten, weil es natürlich schon für den Spieler wichtig ist, einschätzen zu können, wo er steht. Ja. Wir sind uns aber auch noch nicht sicher, wie das dann wirklich läuft, denn wir denken einfach die Punktzahl, also die Ruhmeszahl direkt zu zeigen, das würde ein bisschen die Spannung aus dem Spiel nehmen, weil man dann sehen könnte, ah ja, Moment, der hat so und so viele Punkte mehr als ich kann den sowieso schon nicht mehr einholen. Zwischendurch. Liebe Grüße und Dankeschön an Strizi beispielsweise. Hallo Strizi, hat ein Abo verteilt. Ich habe nicht mitbekommen an wen, aber trotzdem lieben Dank an dich Strizi. Ich war gerade ein bisschen gefesselt vom Spielgeschehen, deshalb habe ich das nicht sofort registriert. Das gilt auch als Entschuldigung für Synochrom. Danke dir. Hat nämlich hier 5. Monat schon abonniert mit Prime. Danke an dich. Und auch ein Dankeschön an Toni. Hallo Toni. Du bist unser Toni, ne? Du bist der Patreon-Toni, ne? Ich manchmal die Twitch-Nicknames und die Forums-Nicknames und die YouTube-Nicknames und die Patreon-Nicknames. Aber ich vermute, du bist der Toni von uns, ne? Toni, ganz liebe Grüße an dich. 4 Monate hier schon, danke dir. Und auch ein Dankeschön an Sebastian für die 5-Monate-Abo. Danke auch an dich ebenfalls. Hallo Sebastian. Matthäus oder Matthäus, ne? Matthäus, glaube ich, ne? Ich vergesse es jedes Mal. Matthäusius. Matthäus, liebe Grüße an dich, danke dir. 10. Monat schon. Schreibt dazu, WB, hier ist es halt am schönsten. Das ist sehr lieb. Das gilt euch allen, hier ist es am schönsten. Ich trage nicht alleine dazu bei, dass es hier schön ist. Aber wenn ich mich immer so seltsam immer hin und her drehe auf meinem Stuhl, ihr tragt auch dazu bei. Das gilt an euch alle, dieses nette Dankeschön von ihm. Und noch ein Dankeschön an unseren Zugucker für das halbe Jahr hier. So, jetzt Matthäusius, ich versuch's mir zu merken. Running Gag werde ich beim nächsten Mal wieder falsch machen. Was sollten wir machen? Eine Runde weiterklicken und wir bekommen jetzt, Achtung, hier, den gibt es im Augenblick nur als Baustelle, schaut euch mal die Kräne an. Hier entsteht gleich der Pharma-Distrikt. Achtung, und? Vielleicht wird er uns sogar sofort angezeigt. Da ist er. Luftballons steigen zum Himmel, es wird gefeiert in Kerma. Unser Bauerndistrikt ist da. Und jetzt ist die Stadt größer. Klicke auf die Stadt, zeigt euch das an. Und jetzt bekommen wir diese Nahrungserträge hier dazu. Und in der Stadt haben wir jetzt 26.
nächste Sprung. Wir hatten eben darüber schon geredet, war bei 50, aber immerhin bleiben wir jetzt in dem sicher in dem Bereich, wo die Stadt weiter wächst. Und bei der Stabilität sind wir bei 86. Was heißt 86 ist größer als 94? Das heißt eher ein Pfeil. Wir bewegen uns in die Richtung, oder was bedeutet das? Ja, genau, das? Es bewegt sich auf 94. Das ist es wichtig bei Stabilität, dass Änderungen in der Stabilität nicht sofort greifen. Die verschiedenen Dinge, die Gains und Losses, die hier aufgelistet werden, die beeinflussen den Zielwert. Aber um auf diesen Zielwert zu kommen, das entwickelt sich dann über ein paar Runden. Also in normalerweise, glaube ich, so mit 4 oder 5% die Runde. Das dämpft halt eben ein bisschen auch, ja, wenn die Stabilität abgleitet, dann hat man einen Moment Zeit, um darauf zu reagieren. Okay. Aber auf der anderen Seite, wenn man es ignoriert, ist es nicht so, dass man einfach, oh, ja, meine Stadt ist in schlechter Stabilität, ich baue mal hier die Public Fountain für plus 10 Stabilität und klick auf mit Geld kaufen und das Problem ist sofort gelöst. Es ist so ein bisschen gepuffert, damit das nicht so hin und her schwingt. Guter kleiner Hinweis im Chat, gerade von DJ, das Größerzeichen solle man doch bitte mal austauschen gegen ein Trendzeichen. Es gibt ja andere Pfeiler, die interpretiert man eher als geht in die Richtung. Irgendwie, was weiß ich, so ein Gleichheitszeichen mit Pfeil oder was auch immer. Irgendwas. Dann wirst du das nicht immer und immer wieder erklären müssen. Aber du bist vielleicht auch nicht persönlich für dieses Zeichen verantwortlich. Mutmaßlich mal. Ich bin definitiv persönlich nicht für das Zeichen verantwortlich. Weil ich das jetzt mal wieder wusste. Unfassbar. Also die Stabilität entwickelt sich. Das ist so ein Zeichen, wo ich denke, das ist bestimmt einfach, das hat der UI-Programmer so da reingesetzt, weil es funktioniert und wir haben das noch nicht überarbeitet. Okay, also es geht in Richtung 94 und ihr seht im Tooltip ab, wenn wir in den 90er-Bereich kommen, dann wird es eine Stufe stabiler und dann haben wir Vorteile, welche das sind, gucken wir uns dann an. Wir sehen auch unten in den Losses, einer der Punkte, die dort aufgelistet sind, ist From Status Forced Labor, das war von einem der Events, die wir haben. Das verschwindet, dann geht unsere Stabilität noch ein bisschen weiter auf. Allerdings verlieren also wir dann auch Produktion. Wir haben jetzt ein gutes Kissen, ja. Betreffs Stabilität jetzt. So, was bauen wir als nächstes? Was könnte ein Ziel sein? Also wenn wir wirklich viele Außenposten gründen wollen, dann, wenn wir noch weiter expandieren wollen, bräuchten wir, also plus 24 Einfluss ist cool, aber die werden ja auch, pro Stück werden die teurer und von der Entfernung, aber auch pro Stück werden die immer teurer, ne? Richtig, ja. Und der Einfluss, die Ressource Einfluss bestimmt die auch den Einfluss in dieser Anzeige, in dieser Übersicht, ist das damit ein Faktor? Die Ressource Einfluss, also die lokal produzierte Einflusspunkte sind auf dieser Karte relevant und die werden aber natürlich dann pro Runde auch gesammelt und in den Pool gesteckt, damit du damit deine Außenposten gründen kannst oder deine Außenposten an die Stadt angliedern kannst. Und auch ganz wichtig, Weltwunder damit freischalten kannst. Oh, wie cool. Man muss also bei Humankind den Balanceakt, sag ich mal, wandern, ja. Expansion kostet Einfluss, Weltwunder auch. Wenn man überexpandiert, kriegt man keine Weltwunder. Oh. Da muss man echt umdenken. Schaut mal, das ist was sehr Positives. Ja, mittlerweile sind wir wirtschaftlich was angezogen und jetzt ist der Einfluss hier. In diesem Außenposten, den wir gegründet haben, nur noch 50-50. Eben waren wir da, sah es ja schlechter aus und mittlerweile bekommen wir, jetzt kann man das ja nicht, kann man das wegklicken? Nee, kann man nicht. Sieht das genau hier drüber, ich kann die Zahl leider nicht anzeigen. Aber ich schwöre, da drunter ist irgendwo eine Zahl, die uns anzeigt, dass es auch in jeder Seite gleich viel ist. Da oben steht's, da oben sind 9 und hier ist 4 plus 5. So, dann gehen wir wieder rein. Und überlegen uns das nächste Bauprojekt. Was könnte es denn sein? Wir könnten auch Geld plus 3 und 5. Ich würde gerne, vielleicht kriegen wir einen Weltwunder gebaut. Vielleicht mehr Einfluss. Was haben wir denn für Einflussgeschichten hier? Die Töpferei könnte für Einfluss sein. Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Denn auch an der Wirtschaft wird ja auch ständig geschraubt. Und das ist einer dieser Fälle von wegen. Ja, ich weiß jetzt nicht, welche der Version dieses Gebäudes in dieser Version des Spieles vorhanden ist. Ich habe hier in der Übersicht keinen Filter für Einfluss.
komischerweise. Ja, weil es ursprünglich keine Einflussinfrastrukturen gab. Der Filter ist also wahrscheinlich leider überholt. Aber wenn du einfach die Da ist Infrastructures es. anzeigen Schau lässt, mal es hier. sind ja nur 11 Stück. Ja, zwei mehr, wenn wir hier drauf gehen, ist in zwei Runden gebaut. Ist nicht so viel, kann man aber machen. Wir können auch Castles setzen und die können wir tatsächlich mitten aufs Land setzen, ne? Gibt es da vordefinierte Plätze? Nee, die setzen wir irgendwo hin, ne? Sollen wir das nochmal Die zeigen? setzen wir irgendwo hin. Das können wir gerne zeigen. Und es ist so, das Castle ist natürlich als Befestigung sehr hilfreich. Also wenn wir zum Beispiel unsere Westseite hier absichern wollen in den schmalen Tälern. Aber viele unserer Spieler sagen auch, das Castle ist sehr hilfreich von wirtschaftlicher Seite. Denn damit kann man sich ja weit entfernte Ja. Gebiete im kontrollierten Territorium erschließen, auch wenn dort keine anderen Ressourcen sind. Dort einfach, also das Musterbeispiel, was einer unserer VIPs ist, dass er im ersten Open-Dev-Szenario in einem der Wälder, dann, also den Außenposten hat er auf dem weiten Feld, wo er viel Nahrung erhalten hat, gebaut, hat es an seine Hauptstadt angeschlossen und hat dann in dem riesigen Wald eine Burg gebaut und an diese Burg dann seine Handwerker Viertel angeschlossen, um den Wald auszunutzen und hat dadurch dann immens seine Industrie gesteigert. Also das hier ist die Anzeige. Die Burg kann man in unserem Territorium bauen oder könnte man die auch bauen in dem Gebiet eines Außenpostens, der mit unserer Stadt verbunden ist. Wenn es verbunden ist, ja, Aber ohne aber wir haben Verbindung noch nicht. keinen Außenposten angeschlossen, ohne Verbindung nicht. Die Stadt ist hier unten. Also falls wir sagen wollen, hier oben ist irgendwas Cooles, was wir anschließen wollen, könnte man das hier machen. Es geht so. Also die Gebiete hier oben sind nicht sensationell. Wir stellen das in die Mitte und das, was in der Mitte ist, wird angeschlossen und die drumherum auch, oder? Das Schloss an sich nutzt überhaupt keine Ressourcen aus. Es ist aber, wie gesagt, sehr hilfreich als Kern Achso, dass man für von eine, da ich sag mal, weiterbaut. Vorstadt. Genau. Ich meine, es ist ja auch historisch, wenn man sich das so überlegt, in vielen Fällen so gewesen, dass in irgendeinem strategisch wichtigen Punkt Ja. eine Burg gebaut wurde und dann musste aber diese Burg versorgt werden. Also haben sich dann Farmer angesiedelt und Ja. Handwerker etc. etc. Und plötzlich hatte man ein ganzes Dorf oder eine ganze Stadt um die Burg herum. Also das wäre ein cooler Platz, einfach damit man die drei Wissenschaft abgreift. Denn drei Wissenschaft ist relativ viel. Ich zeige euch das mal hier. Wir haben nur 14 im Augenblick. Drei mehr, das zahlt richtig. Was man hier weniger hat, ist, dass man drumherum coole Felder hat, wo man dann auch noch weitere Quartiere hinsetzt, weil das ist ja alles so eher ein bisschen mickrig. Aber ja, viel mehr sehe ich hier eigentlich nicht. Oder wir sagen, wir hauen noch ein paar Einheiten raus und greifen da irgendjemand an. Mehr Produktion, wir können auch in mehr Geld investieren. Wenn du selber spielen würdest für dich, was würdest du dir jetzt wohl Ich bin bauen? gerade am Überlegen, ob wir vielleicht eine Infrastruktur haben, die uns wissenschaftlich vorantreibt. Ja, wir haben doch hier das House of Scribes. Da ist es. Eine extra Wissenschaft für jeden Forscher, den wir eingestellt haben. Das heißt, wir können Forscher nehmen und einstellen. Einen haben wir im Augenblick, kriegen wir immer eins mehr. Wir Ich könnten finde. auch noch einen zweiten Forscher einstellen. Aber die Burg bringt kurzfristig mehr. Die Burg hier draufgesetzt, drei Forschung mehr. Die Burg bringt nichts. Nein, die Burg Die nutzt fallen die weg. Ressourcen nicht. Ach so. Die fallen dann weg. Wenn du es darauf setzt, dann hast du Ach, die jetzt verstehe zwei ich. Nahrung und die drei Wissenschaft leider verloren. Zumindest so lange, bis du die Burg ersetzt. Gucken, was der Chat sich wünscht. Nichts. Ja, dann, ich würde sagen, wir fangen mal an. Wir holen es doch. Wir machen mal Einfluss mehr. Daher ärgern wir uns sonst. Das ist schnell gebaut und da gucken wir weiter. Oder wir schicken eine weitere Armee hier für den Angriff. Denn die sind mittlerweile auch stärker, glaube ich, hier geworden. Wir schicken mal einen. Oder verlieren wir einen Bürgerpunkt? Wir haben vier. Wir schicken mal eine weitere Armee dazu. Ich würde gerne einen weiteren von unseren Bogenschützen noch machen. Wo sind die Units? Da sind die Units und dann hauen wir hier noch rein. Ein Bogenschützen ist in zwei Runden fertig. Das ist für gut gewappnet gegen die KI und können es immer verteidigen vor Plünderern und vor was weiß ich wofür. Einmal hier drauf. Dann gehen wir hier wieder hin und hier wieder raus. Der wird jetzt gebaut.
Jetzt geht's hier im weiter. Chat wird gerade angesprochen, dass einige finden, dass das nicht so klar dargestellt war, dass die Burg das nicht ausnutzt. Deswegen würde ich dich bitten, nochmal in die Stadt zu gehen und dann den Tooltip der Burg zu zeigen. Okay. Und dann nochmal die Symbole hervorzuheben, wo das angezeigt wird. Also da wollten wir es eventuell hinsetzen. Da steht 3 und 2. Und jetzt schauen wir uns den Tooltip bevor du die Burg überhaupt angeklickt hast, so im Baumenü selbst, der Tooltip für das Castle, dort steht unter Resource Exploitation, sind 4 Symbole und alle sind schwarz. Das bedeutet, nichts wird ausgenutzt. Und wenn man zum Beispiel das Farmer's Quarter betrachtet, dann ist die Nahrung grün eingefärbt. Heißt, man nutzt die Nahrung aus. Und manche, ganz selten, manche Viertel nutzen entweder alles aus, wie die Extraktoren, oder aber zum Beispiel aus dem ersten Open Dirt vielleicht noch bekannt, das babylonische Astronomy House. Das beutet Nahrung und Wissenschaft aus. Das wäre zum Beispiel ein ideales Gebäude auf so einem Feld mit 2 Nahrung und 3 Wissenschaft. Ich frage mich, ob wir irgendein anderes Bezirk noch bauen können, um die Stadt vernünftig zu expandieren, aber wir könnten hier noch mehr in Richtung Produktion, obwohl wir hier drauf einsetzen, dann würden wir die, wenn wir hier... Also der Chat wünscht sich, dass wir gerne Meru-Pyramiden bauen sollen, weil das Spezialgebäude. Das Gebäude ist. Weil es, und die werden gesetzt in die Nähe von einem Megascorder. Wo werden die hingesetzt? Wo entstehen die? Auf das Feld, wo wir die hinsetzen? Ja, auf das Feld, wo wir die hinsetzen. Und idealerweise bauen wir die in die Nähe der Handwerkerviertel, denn davon das, produzieren genau. die und hier mehr ist Geld. Ja, die Handwerkerviertel hatten wir uns schon angezeigt. Wir sind, Moment, so werden die Handwerkerviertel, die Viertel angezeigt. Hier ist ein Handwerkerviertel. Das ist, wir haben eines, das ist hier. Das wenn wir daneben eins hinsetzen. Ich glaube, bevor wir uns der... Stadt zuwenden, sollten wir uns vielleicht dem Kampf dort zuwenden, denn der Kampf überlappt gerade mit unserem Stadtgebiet und macht das Ganze ein bisschen schwieriger zu sehen. Okay. Das heißt, wir gehen hier wieder raus. Du siehst hier unten die grauen Felder, sind ja ein bisschen schwieriger zu lesen hier. Das ist der Kampf, ein Kampf gegen einen Bären. Wir sind etwas überlegen und in dem blauen Gebiet können wir uns positionieren. Da könnten wir uns zum Beispiel hier oben positionieren, dann haben wir immer den Höhenvorteil, er wird uns von unten angreifen. Das bestätigen wir. Platzieren uns. Was scheint das gerade? Irgendwie, das habe ich gerade nicht kapiert. Da stehen wir auf jeden Fall, da können wir auch stehen bleiben. Der kommt dann von links. Ende Runde. Ich kann dir sagen, was passiert ist. Also es hieß, waiting for armies to unstack. Da hat sich wahrscheinlich die KI für einen Moment verschluckt und hat ihre Armee nicht sofort aufgestellt. Er greift uns an. Wir bleiben hier oben stehen. Wo ist die Flagge, die er erobern muss? Hier links. Aber ist egal. Dann ziehen wir eins nach links. Ja, aber es ist ein Bär. Der Bär schert sich wahrscheinlich nicht um die Flagge. Die KI für die Tiereinheiten ist mit Absicht einfacher gestaltet als die der menschlichen Einheiten. Ich bin trotzdem eins runtergezogen, sind wir halbwegs in der Nähe und der Höhenunterschied ist trotzdem da. Gucken, ob wir gleich angegriffen werden. Die werden gar nicht angegriffen. Der Bär traut sich nicht. Da wird sich der Chat drüber freuen, denn dann überlebt der Bär und wir gewinnen. Der Chat steht total auf die Bären. Der möchte nie, dass die Bären sterben. Ja, wir haben gewonnen, wir bekommen auch keine XP, oder? Wird uns ein Schlachtergebnis angezeigt? Hier ist es. Wir bekommen davon dann keine Erfahrungspunkte, weil wir ja eigentlich nicht wirklich eine Schlacht geschlagen haben und auch kein Gold für die Bärenfälle, da wir ja mal den Bären nicht erlegt haben. So, die ziehen weiter nach Norden gleich, aber wir werfen jetzt erstmal einen Blick auf die Stadt. Und hatten uns überlegt, das ist die Anzeige hier der Bezirke. Rot heißt, das ist das Maker's Quarter. Wir wollten eine Meroe-Pyramide, die Geld bringt und die neben einem Handwerkerviertel gebaut werden sollte, auf eines dieser Felder draufstellen. Das hier ist die Anzeige der von allen Erträgen. Blick auf die Karte zeigt uns an, dass diese Felder, wo im Augenblick Ressourcen sind, von uns ausgebeutet werden.
also wir könnten diese Pyramide hinstellen auf eines von hier, wir könnten die hier irgendwo hinstellen. Kann die prinzipiell auch woanders hingestellt werden oder muss die neben einem Maker's Quarter stehen? Die kann prinzipiell überall hingestellt werden. Neben dem Maker's Quarter haben wir nur halt eben dann den Vorteil, dass wir das Bonusgold einheimsen. Also hier gewinnen wir im Augenblick nur eine Produktion, das ist fast nichts. Das heißt, wir könnten es hier zum Beispiel hinstellen. Dann bekämen wir 3 Gold, eine Produktion würde flöten gehen. Die Frage ist, wenn das geht ja pro angrenzendes Maker Quarter, ob wir nachher noch ein anderes Maker's Quarter irgendwo hinstellen und uns danach schon mal überlegen, wo wir die Meroe-Pyramide dazwischen stellen, damit die jedem hilft. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir dass wir hier links oben eins hinstellen zum Beispiel. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sehen da dieses, neben den Porzellanfeldern, die wir haben, ist eine, ich glaube, das ist Lehm, aber dieses besondere Feld dort hat Bonusindustrie und das Rocky Field hat 2 Industrie, deswegen könnten wir durchaus dort irgendwo ein Maker's Quarter noch bauen, um das auszunutzen. Hier, wir können das also auch stellen, neben die Extraktion und es wird dann von der Extraktion aus versorgt, sehe ich das richtig? Also wir schließen es an die Extraktion an. Also hier könnten wir... Ja. Ähnlicher Fall wie mit dem Schloss. Städte bilden sich dort, wo es sinnvoll ist zu siedeln, neben Ressourcen an strategischen Orten. Also hier könnten wir, das dauert auch nur 3 Runden, jetzt einen Maker's Quarter hinsetzen. Das erschließt uns dann 6 Produktionen. Und die Meroe-Pyramide, die könnten wir dann nachher daneben hinstellen. Lass uns erstmal überlegen, wo wir die alle platzieren können. Also hier nachher ein solches Maker's Quarter. Ich würde natürlich auch gerne das Feld da oben irgendwann mal anschließen, aber das geht nur mit einem Wissenschaftsdistrikt dann. Also hier könnten wir ein Maker's Quarter hinstellen und wohin dann die Pyramide? Ich meine, wenn wir es wirklich aufs Geld abgesehen haben, dann könnten wir die Pyramide natürlich genau zwischen die beiden Maker's Quarter setzen. Da oben und die Nahrung kaputt machen. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, ja eben, also der Verlust der Nahrung wäre natürlich nicht so erfreulich und die 2 Industrie ebenso. Man könnte auch sagen, der Platz, wo du sie zuerst platziert hast, war schon in Ordnung und wir bauen hier an der Westgrenze entlang mehrere Maker's Quarter, damit die von den Nachbarschaftsboni profitieren. Ja. Das heißt, wir könnten hier vielleicht sogar 3 in Kette bauen, beispielsweise. Dann beginnen wir einmal mit einer Meroe-Pyramide hier und setzen also danach, dann, wir könnten auch schon ein Maker's Quarter danach noch irgendwo hinsetzen. Da wird es 5 geben, da gibt es 6. Wenn wir es hier hinstellen, würde aber die Meroe-Pyramide ziehen. Machen wir das in der Reihenfolge. Dann setzen wir eins hier hin. Das wird nicht hintereinander gebaut. Der Seti Archer ist in 2 Runden fertig oder in einer? Ich nehme den einmal wieder raus. Hoppla. Ich nehme den hier raus. Wir ziehen die beiden mal. Wir ziehen das mal so durch. Das ist auch ein Spezialgebäude. Die Meroe-Pyramide von uns, ne? Genau. Außer den Nubiern kann niemand Meroe-Pyramiden bauen. Ich meine, wir haben noch einige andere Pyramiden, die man bauen kann, aber nicht Meroe. Ja, unsere extra kleine Nubia-Pyramide gibt es uns auch bei Civilization. Da gibt es auch die Nubier und die können auch Pyramiden bauen, glaube ich. Auch ein Spezialding. Hatte ich auch mal da ausprobiert. Ist auch irgendwie sehr, sehr stimmungsvoll. Wir machen hier weiter. Auf YouTube nochmal die Playlist und Hinweise auf diverse andere Videos. Alle, meistens viele zu Humankind.